Okay, das hätte ich aber so jetzt gar nicht erwartet. Und das mit Kokosnuss, gar nicht mal so verkehrt. Hä? Oh, was geht? Mein Name ist Paddy Eve und heute testen wir wieder eine neue Sorte von Holy. Und zwar Peacock's Punch. Das erste, was mir aufgefallen ist, was ich sehr, sehr geil finde. Und zwar das Design in schön geilem Blau. Gab es so noch gar nicht. Muss deshalb sagen, freue ich mich mega. Ich bin ein großer Fan von Blau. Also ich mag Blau als Farbe, ne? Wir haben davor ja die Weihnachtsedition getestet, war auch gut, ja, aber war jetzt nicht so 100% mein Fall. Gerade, sage ich mal, mit diesen Weihnachtsgeschmäckern. Hier ist aber jetzt drin Orange, Zitrone, Granatapfel und, was das ein bisschen schwierig machen könnte, Kokosnuss. Aber nur ein Hauch von Kokosnuss. Ich bin mega gespannt. Wir werden das auf jeden Fall alles wieder testen und zwar mit einer Skala 1 bis 10. 10 ist bombastisch, 1 ist, naja, lieber nicht. Ja, das heißt, wir werden Geschmack testen, Design testen und Farbe und so weiter testen. Ich bin gespannt, wie die Farbe ausschauen wird. Wie gesagt, so hört es gut an. Granatapfel, Zitrone, Orange, mega Fan von. Kokosnuss wird schwierig. Obwohl ich, sage ich mal, selber so ein Fan bin von Kokosnuss Red Bull. Ja, da gibt es ja von Red Bull Blaubeer Kokosnuss. Das ist ideal, aber an sich kein Kokosnuss-Fan. Mal gucken, ich bin gespannt. So, als erstes natürlich ganz klar Eiswürfel. Wir brauchen Eiswürfel und für mich persönlich muss ich ganz klar sagen, Sprudelwasser. Wichtig, was ich in jedem Video mache, ich mache jedes Mal denselben Fehler. Und zwar stecke ich immer meinen Finger da rein oder leck meinen Finger ab und bin dann direkt gespoilert. Ich versuche es zu vermeiden. Ja. Apropos, findet in der Beschreibung natürlich auch den Link und die ganzen Codes. Ja. Es gibt nämlich Rabattcodes, wo ihr dann 5 Euro sparen könnt oder 10% sparen könnt. Das ist auf jeden Fall gar nicht mehr so schlecht. Gerade, sage ich mal, für die ersten Bestellungen, sage ich mal, bei den Probepacks, dass man da 5 Euro sparen kann. Das ist ideal. So, Löffel direkt zu Gesicht bekommen hier. Sehr gut. Ich wollte schon wieder machen. Diesmal mache ich es so. So, jetzt erstmal Sprudelwasser rein, auf ganz entspannt. Bin mal gespannt, wie der schmecken wird. Ey. Also wie gesagt, ihr habt hier Rabattcodes, wo ihr da einmal dann rumstöbern könnt. Guckt euch um. Und wichtig ist, es gibt jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr viele Rabattaktionen von Holy selber, ja, wo ihr dann auch nochmal sparen könnt. Das heißt, aktuell zum Holy testen, perfekter Zeitpunkt, denn Holy hat Rabattaktionen plus ihr habt einen Gutscheincode von mir, ja, also Paddy Eve oder Zinker, beziehungsweise Paddy Eve 5. Und da könnt ihr auf jeden Fall gut sparen. So, ihr habt es gesehen, also bei den Energy-Dosen reicht wirklich, sage ich mal, so ein Löffel ungefähr. Ja, das reicht vollkommen. Hier steht drin, dass du da 50 Portionen draus machen kannst mit 0,5 ml, also mit einem halben Liter. Ich sag's, wie es ist, du kriegst aus diesem Pot locker 70 Portionen. So, wichtig, da ist jetzt Sprudelwasser drin, ich schüttle es jetzt einmal und dann gieße ich schon was nach. Also besteht auch nicht die Gefahr, dass irgendwie was rüberschwappt. Und du hast trotzdem noch Kohlensäure drin. So, jetzt kommt noch so ein kleiner Schluck nach. Bin gespannt. Ich muss sagen, momentan haut Holy ja so dermaßen viele Sorten raus. Wir hatten, ich glaube, mein letztes Highlight so an Energy Drinks war der hier. Das ist einmal der Cherry und Camel. Das sind so meine beiden Favoriten. Natürlich noch mit Lion dazu. Lion ist für mich persönlich im Bereich Energy Platz 1. Bei den Isotonischen muss ich sagen, gefallen mir alle. Und Eistee auch so gut wie alle. Bei Eistee muss ich ganz klar sagen, ist mit großem Abstand wie heißt der? Mit Minze. Der ist mit Minze und noch irgendwas. Der schmeckt sehr, sehr gesund auf jeden Fall. Für mich bester Eistee von Holy, trinke ich auch jeden Tag. Genau, Matcha-Tee. Matcha-Tee und Minze. Sehr geil. So. Farbe ist in Ordnung. Passt auf jeden Fall, wie auf dem Bild. Ich habe im Kopf gehabt, der könnte blau sein, aber nee, das ist wie auf dem Bild, ne? So ein schöner sommerlicher Orangen-Zitronen-Limonade. So könnte ich mir das jetzt vorstellen, ne? Mal gucken, was der Geruch sagt. Ja, ich rieche auf jeden Fall am meisten raus Zitrone und Granatapfel. Also Zitrone und Granatapfel. Ja, schon eher, nee. Ich würde eher sagen Orange. Ich merke am meisten oder am meisten rieche ich Orange Granatapfel. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Und da würde ich sagen, ja, so eine frische, irgendwie so eine sommerliche Limonade halt, ne? Bin mal gespannt. Ich bin auf die Kokosnuss gespannt, weil ich mag eigentlich keine Kokosnuss, also nicht so sehr. Oh, oh, oh.
Boah, das ist mal was ganz anderes. Ich muss sagen, obwohl ich kein Freund von Kokosnuss bin, ja, kann man trinken. Also schmeckt es nicht so intensiv säuerlich, wie man es halt kennt von den meisten fruchtigen Sorten von Holy, ja, wie zum Beispiel bei Kirsche oder sonstiges oder Lime oder Thai zum Beispiel. Also schmeckt gar nicht dieses Säuerliche, sondern es hat eher so diese milde, fruchtige Süße. Also keine säuerliche auf jeden Fall, finde ich persönlich, obwohl da halt Zitrone und Orangen drin ist, ne? Hat was. Boah, wie kann man das beschreiben? Boah, das fällt mir sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Nach was das so schmecken könnte. So irgendwie so ein Vergleich, wie zum Beispiel bei Shark, weißt du, er schmeckt so ein bisschen wie Flutschfinger. Also das Eis Flutschfinger. So schmeckt Shark ein bisschen. Aber hier müsste ich jetzt lügen. Du schmeckst auf jeden Fall die Kokosnuss raus, 100%. Die schmeckst du, ich würde fast sogar sagen, mit am meisten raus. Also der Abgang ist so mit leichter Kokosnussnote. Den hast du auf jeden Fall drin. Zitrone würde ich sagen, gar nicht mal so intensiv. Das schmeckt eher so ein Mix aus Orange und Granatapfel, was man da reinhauen kann. Das ist eine sehr gute Kombination. Boah, gut. Ja. Auf jeden Fall nicht bitter, aber auch nicht säuerlich, sondern so eine frische, fruchtige Süße. Und der Abgang ist dann so ein leicht Kokosnussabgang. Kann man auf jeden Fall machen, also ist gar nicht so schlecht. Ich sag ehrlich, für mich auf jeden Fall, also naja, was ist auf jeden Fall, also für mich keine 10 von 10. Ich glaube ehrlich, Cherry oder Camel oder Lion kommt da nicht ran. Das ist, muss aber dazu sagen, das ist mein absoluter Favorite, ja. Aber so kommt das, ja, kann man vergleichen mit, in der Kombination würde ich sagen, mit, so von der Platzierung her, so Thai Lemon ist das mit drinne, ja. Cobra, Shark. So, ich würde das so in diese Kategorie einordnen. Also von der Stufung her. Lecker. Aber auch lecker. Das ist, bei Holy musst du echt sagen, ne? Ich sag jedes Mal, es ist am Ende Geschmackssache, weil die Sachen schmecken alle bombastisch. Also Holy ist wirklich mit Abstand. Und ich höre es auch mittlerweile überall. Ne? Ich habe auch schon so ein paar Proben meiner Arbeitskollegen abgegeben. Die sind da alle so ein Fan von. Also egal was ist. Ne? Die Leute, sage ich mal, die vorher Cola getrunken haben oder so Pfanne-Eistee oder Pulver-Eistee, hier diese Krümel-Eistee. Ich sag's, es ist, wenn ihr das trinkt, ihr schmeißt danach alles weg, trinkt das nie wieder. Wirklich, das ist genial. Gerade, sage ich mal, Eistee oder halt diese isotonischen Sorten. Ne? Wichtig zu sagen ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, in der Beschreibung, in dem YouTube-Video, da habt ihr den Link. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr die ganzen Sachen raussuchen. Denkt dran, Holy hat aktuell Special-Preise oder Special-Angebote. Und dann nehmt ihr einfach den Gutschein Zinker, damit spart ihr 10% bei eurer Bestellung. Oder ihr nehmt Paddy E5. Ja, und da spart ihr einmal 5 Euro. Rabatt ist Rabatt, würde ich sagen, in der Stelle, oder? So, gehen wir mal zu der Bewertung. Also, für mich persönlich ganz klar, das Design in meinen Augen ist, sage ich diesmal, eine 10 von 10. Wirklich, ich finde, das Design ist sehr, sehr gelungen. Finde ich sehr, sehr gut. Gerade das Blaue. Ich mag aber auch das Blaue, ja, mit dem schönen V hier. Sehr schönes Design. Geruch, würde ich sagen, ist jetzt nicht so extrem intensiv, wie ich gedacht hätte. Würde aber trotzdem noch sagen, eine gute, stabile 7 von 10. Geschmack würde ich da genauso sagen. Sehr lecker, sehr fruchtig, ja. Mal was anderes, dass es halt nicht dieses Zitronen- oder dieses säurehaltige Fruchtige ist, sondern eher das Süße. Bei mir aber immer noch das Problem mit der Kokosnuss. Und deshalb würde ich sagen, für mich persönlich eine gute 7 von 10. Also trinke ich auf jeden Fall öfters, 100%. Den werde ich öfters trinken. Ja, der ist nicht so, dass ich sage, ja, den trinkst du ab und zu mal, sondern den kannst du wirklich regelmäßig trinken. Also die Sorte hier. Aber für mich kommt weiterhin an Cherry oder an Camel oder halt an Lion nichts ran. Was auch sehr geil ist, ist zum Beispiel Shark. Boah, ich mag Shark. Einer meiner ersten Lieblingssorten von denen. Ja. In der Community sind ja sehr, sehr viele Fans von Raptor. Das ist, glaube ich, orange mit Himbeer. Weiß ich nicht, ey. Keine Ahnung, ich mag gar keine Himbeer. Aber so viele von euch feiern wirklich Raptor. Das ist auch in meiner Community im Stream zum Beispiel. Ja. Ich bin ja nebenbei Streamer. Also ich bin Streamer eigentlich, ja, auf Twitch. Und
die meisten aus meiner Community sagen alle Raptor, Raptor Nummer 1. Und ich sag selber, ich so, ja, weiß ich nicht, Raptor ist gar nicht meins. Also Phobie gegenüber Himbeer. Ja, das ist dasselbe wie mit warmen Getränken. Aber so an sich muss ich ganz klar sagen, eine sehr, sehr, sehr stabile 7 von 10. Es gibt halt unnormal viele Sorten. Man muss dazu auch sagen, soweit ich weiß, ist das aber nur eine Special Edition. Das heißt, es kann sein, dass das hier relativ zügig ausverkauft ist. Diejenigen unter euch, die Holy sammeln, diejenigen unter euch, die, sage ich mal, was anderes möchten oder Kokosnuss mögen, da würde ich sagen, ich glaube, ihr solltet euch beeilen, weil ich, soweit ich das mitbekommen habe, ist das nur eine Special Edition. Ja, also es wird kein Hauptding sein. Und allein zum Sammeln, sage ich mal, vom Design her und so weiter, doch, gehört es ins Sortiment. Gerade was vom Design her was ganz anderes ist. Ne? Also dieses Bläuliche. Auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Leute, die noch nie Holy getrunken haben, holt euch bitte nicht direkt so einen Pott. Ja? Denn am Ende des Tages, jeder Geschmack ist unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich kann immer nur darauf hinweisen, probiert das Starterpaket aus. Ja? In dem Starterpaket habt ihr wirklich divers viele Sorten. Fast alle Sorten, die ihr ausprobieren könnt. Ihr könnt euch Starterpakets holen von Eistee, von den isotonischen Getränken, gerade, sag ich mal, im Sportbereich zum Beispiel sehr gut, ja. Laufen, Joggen, Fahrradfahren sind die isotonischen Getränke ein absolutes High-End-Produkt. Und ihr habt natürlich die Energy-Proben, die ihr da einmal testen könnt. Des Weiteren gibt es noch einen Shaker dazu und ich glaube, ihr zahlt dafür irgendwie 15 Euro mit meinem Code, ja. Also ihr gebt dann ein PDI5 und habt dann den Rabattcode von 5 Euro und zahlt dann fast gar nichts mehr. Ne? Also 15 Euro mit Shaker und Proben hast du nicht gesehen. Das geht vollkommen klar. Abgesehen davon, wie gesagt, gibt es aktuell eine Aktion von Holy, ja, die dann auch nochmal 20 oder 30 Euro Reduzierung raushauen. Also jetzt testen auf jeden Fall. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, das ist auf jeden Fall der neue Test von Peacock's Punch. Ja? Das neue Holy Energy Review, würde ich sagen, an der Stelle. Sehr gelungen. Für mich auf jeden Fall wird der getrunken. Den werde ich regelmäßig probieren, obwohl das nur eine 7 von 10 ist. Aber es ist halt mal was anderes, gerade mit diesem Kokosnuss. Und ich mag keine Kokosnuss, aber trotzdem in dem Fall, ja, keine 10 von 10. Geschmack 7 von 10, Duft 7 von 10. Farbe würde ich auch sagen, eine 7 von 10, Design 10 von 10, ganz klar, so würde ich das einstufen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, vielleicht sehen wir uns im nächsten Twitch-Stream. Ja, vielleicht habt ihr mal Bock, in den Stream reinzuschauen. Bin da fast täglich ab 17 Uhr live. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Kommt gut ins neue Jahr rein. Ja, große, große Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video anzuschauen. Probiert die Rabattcodes aus. Und ich würde sagen, in dem Sinne, Stößchen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.